Ja, könnt ihr mal gucken, ob das in so Crew auch geht, Digga. Moin Leute, was geht? Heute zeigen wir mal den Dullis, die seit 4 Jahren immer noch so Crew zocken, wie ein McLaren Senna auszusehen hat und sich anzuhören hat und sie zu fahren hat. Deswegen stehe ich schon mal direkt vor einem hier. McLaren Senna, Baujahr 2018, Digga. Ich fahre das erste Mal dieses Fahrzeug, Digga. Das ist so nice. Forza Horizon 4 war da zum ersten Mal drin. Da hatten die auch die Exklusivrechte dafür. Die sind mittlerweile ausgelaufen anscheinend. Aber ich bin den Wagen noch nie gefahren. Und hier in dem Game ist natürlich ultra geil, weil es sieht einfach ultra nice aus. Die Sounds sind bis jetzt, Alter, ich bin übelst begeistert von den Autosounds hier. Und ich bin gespannt, wie der fährt, Digga. Wir brauchen noch ein paar richtig geile Fahrzeuge. Der hat jetzt schon S2. Ich vermute, der wird vielleicht auf X-Klasse kommen. Aber für S2 wäre es bestimmt auch ein geiles Fahrzeug. Wir kaufen den mal für 1 Million. So, Standardfarben, die kennt man natürlich schon, ne? Ich habe aber auch noch nie eine andere Farbe von dem gesehen, ne? Guck mal, es ist auch immer zweifarbig hier. Es ist jetzt blau und orange. Da sieht man das... Oha, wie weit kann ich in die Zoom, Alter? Ins Auto rein. Da sieht man das orange, ne? Das sieht geil aus. Wenig Akzente, aber es gibt welche. Jetzt haben wir den orange. Akzentfarbe ist blau, ist dann hier vorne blau. Die Bremssattelfarbe ändert sich sogar mit. Ach, die Fangfarbe ändert sich auch noch. Ja, moin. Es ändert sich sogar was im Innenraum. Ja, moin. Das sehe ich aber jetzt zum ersten Mal im Spiel, ja, dass sich was im Innenraum ändert einfach. Lul. Achtet mal, ich zoome da einfach rein im Schnittprogramm. Guck mal. Das ändert sich einfach auch da immer. Lul, das haben die ja geil gemacht. Aber was ist denn das da für ein Ding? Das ist auch so ein geiles Fahrzeug. Allein schon da unten, schwarze quasi ist, da ist halt eine Scheibe, ne? Das ist so krank bei dem Auto. Da kannst du einfach nicht bei der Fahrt einen runterholen, ne? Das kriegt ja jeder mit. So, Digga, das ist aber auch jetzt hier. Kann man hier was? Was kann man hier aufmachen, Junge? Gar nichts oder was? Was ist denn das? Was? Habt ihr das gesehen? Scheiße. Lol, du kannst es da unten feststellen. Jetzt pass auf diesen orangenen Akzent da unten. Der fällt jetzt runter. Guck mal. Lol, was ist das denn, Alter? Boah, ich wollte nur ein kurzes, knackiges Video machen. Jetzt muss ich schon wieder 10 Jahre rumgucken. Das ist ja geil. Also so ist es, wenn es runtergefahren ist. Jetzt fahre ich das mal hoch. Und so sieht das jetzt aus, lol. Bin ich auch mal gespannt. Warum ist mein Kopf schon wieder tot, Digga? Ah, die halten auch gefühlt immer nur 10 Minuten, ey. Die Zeit hier, wenn du irgendwas zockst, Alter, die geht ja auch so schnell rum. Tür, nee. Man kann jetzt nicht den Spoiler hier verstellen, oder was? Ach, halt's Maul! Lol, nee, ja moin, ey, wie nice ist das denn? Ja, könnt ihr mal gucken, ob das in so Crew auch geht, Digga. Geil, Alter, nice. Ey, ich muss mir jetzt erstmal einen neuen Kopf machen, scheiße, brauch ich mal kurz einen Cut hier. So, okay, warte, erstmal Kohle draufgelegt, ich kann noch ein bisschen weiter aufnehmen. Hey Siri, Timer auf 5 Minuten. Kohle dauert 5 Minuten, bis fertig ist. Der Countdown läuft. Ja, danke. Alter, ist das krank. Also entweder man kann das draußen dann umstellen, so wie bei, boah, was hatten wir denn? Bei dem AMG One könnte man ja die Taste drücken, wo man bei Cabrios das Dach aufmacht und dann ist der Wagen ja runtergefahren, hat ein paar Sachen verstellt, bla bla. Entweder ist das so oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass der Spoiler hochfährt, wenn du bremst. Wie bei, ja, genau, wie bei dem, richtig. Ja, geil, Junge, jetzt muss das Ding mal aufmachen hier. Alter, wie geil ist das denn? Ach, das ist... Ne, als ob. Also das, was die Akzentfarbe bekommen hat hier, ist einfach der Dämpfer von der Tür. Yeah. Ey, ist das geil, Mann. Alter, warte mal. Hat der hier Forge Carbon oder was? Halt die F***, Alter. Ey, wusste ich gar nicht. Digga, ich muss hier auch mal eine Doku zu der Karre angucken. Ich weiß nichts über das Auto. Ich weiß nur 4 Liter... V8 Biturbo. Also eigentlich genauso, wie man es aus aktuellen oder, ja, okay, jetzt nicht mehr aktuell, wie man aus der vorherigen Generation AMG kennt. Ja, und hier unten ist normales Carbon oder was? Hä? Konnten sich hier nicht entscheiden, oder? Alter, die Sitze sind komplett, es ist einfach eine Carbon-Schale mit absolut null, zero Komfort. Guck mal, allein schon, wenn die Türen jetzt auf sind, ne? Puh, da... Ich laber schon wieder 10 Jahre rum, aber es ist mir jetzt egal, Digga.
Ich finde das auch, dass du den Reifen hier links noch so siehst, ne? Junge, ich bin übrigens ein bisschen rot, ne? Habt ihr Instagram-Story gesehen, oder? Lenkrad, ich habe noch nie das Lenkrad von dem Auto gesehen. Ist jetzt zum ersten Mal, Digga. Das ist eine 1 Plus mit Sternchen. Ihr kennt, guckt ihr das. Kohle ist fertig. Okay, Zeit für den Kopf zu bauen. So, Kopf ist fertig, Leute. Wir gehen direkt mal hier in die Automeisterung rein. Gucken, was wir hier gegen Super Wheels bin. Credits 50.000. Wir können gleich eh alles einsammeln, ist egal, ne? Vorsaturn 10 Punkte, 10.000 EPs, ein Drittel Rang oder so. Normaler Wheelspin, Super Wheelspin. Nehmen wir alles mit. Okay, kann ich nicht. Ich glaube, ich werde jetzt schon mal den Motor auf jeden Fall behalten, aber wir können ja mal gucken. Okay, wir können auch keinen anderen einbauen, ja, warum auch, ne? Ich glaube, der hat auch schon 800 PS, kann das sein? Irgendwie stimmen die Angaben in dem Spiel auch nicht, ne? Der SLK 55 AMG hatte 415 PS statt 420. Der hier hat jetzt 789 PS statt, ich glaube, 800. Und es gab andere Fahrzeuge schon, da stimmt die PS irgendwie auch nicht so ganz. Also, Motor einbauen geht nicht. Das Ding hat Heckantrieb, du kannst auf Allrad gehen. Ich glaube, dass dieses Auto, ich meine, guck's dir an, ne? Ich glaube, dass das Ding so viel Anpressdruck generieren kann, dass wir das auch mit Heckantrieb fahren können. Aero-Teile. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wette, da gibt es nur Forza-Teile. Ja. So. Spoiler. Ja, besseren wirst du nicht finden, ne? Aber, ja. Übrigens, der Wagen hat ja S2. Also, das ist auch interessant, ne? Bei Forza Horizon 4. Ich tune einfach mal ein bisschen das Auto auf nebenbei. Bei Forza Horizon 4 war es ja so, das war, ich kenne mich nicht aus, ich habe das nur vom Hörensagen mitgekriegt, das soll ja irgendwie das beste Auto da gewesen sein. Ich glaube aber nicht, dass der hier das beste Auto ist, zumindest nicht, wenn wir den auf X tunen. Ich glaube, mit S2 könnte der wirklich das beste Auto werden, aber mit X-Klasse, da wird es echt schwierig, ne? Kloppen jetzt hier mal alles rein. Leistung haben wir jetzt von knappe 800 auf knappe 1200, also knapp 400 PS. So, hier Fahrwerk. Du kannst eh kein Rennfahrwerk, ja moin, Driftfahrwerk ist ultra tief. Kannst eh kein Dingsfahrwerk einbauen. Ja, genau, das will ich sehen, Alter, wie du bei einem McLaren Senna 160 Kilo abziehst. Digga, die Sitze bestehen einfach nur aus ein dünnes Stück Carbon. Wo willst du da noch was abziehen, ne? Jetzt nur noch weniger als 1,2 Tonnen. Und das bei, warte mal, hier Leistungsgewicht mäßig, ne? Ja, guck. 1 PS ungefähr, 1 PS pro Kilo, sogar noch ein bisschen mehr. Das ist das absolute Traumverhältnis, mehr geht nicht, ey. Getriebe müsste man eigentlich machen, allein schon deswegen, weil wir dann die Übersetzung einstellen können. Ich glaube nämlich, dass das geht hier, ich probiere das auch mal aus, ich weiß nicht, ob das geht. Das brauchen wir auch nicht. Vielleicht kann man die auch so einstellen, mal gucken. Felgen, da würde ich jetzt auch schon sagen, es gibt keine leichteren. Doch, es gibt leichtere Felgen, lul. Wird die auch erstmal drauf lassen. Können die größer machen. 19 auf 20 Zoll, das geht. Weißt du was, Alter? Ich glaube, wir kommen nicht mal auf X mit dem Ding, ey. Das schafft er doch gar nicht. Wir kommen auf 98 bestimmt. Ah, ja, genau, wahrscheinlich. Halt's Maul. Also das ist aber dann aber auch gerade so auf X, ne? Gerade so. Also da kannst du ja keinen, da kann ich jetzt schon sagen, ohne dass ich das Ding gefahren bin, in X-Klasse kannst du den vergessen. Aber für S2 wird der geil sein und wir tunen den auf S2. Also muss ich mal gucken, was mache ich mit den Reifen jetzt hier. Ja gut, dann machen wir das doch so. Vorne Stufe 2, hinten Stufe 3, macht auch irgendwie mehr Sinn, weil du hast ja eh Heckantrieb, ne? Ich kauf mal, dann guck ich mal, was Getriebe einstellen kann. Übersetzung, ja, kannst du nicht einstellen, ist natürlich scheiße, also müssen wir das noch kaufen. So, Getriebe, wir nehmen nur Renngetriebe, einfach nur, jalla, fertig. Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Halt's Maul! Der ist jetzt mit dem scheiß Getriebe auf X gekommen. Verpiss dich, Junge. Ah. Ja, nö, ändere ich jetzt die Reifen wieder. Ich muss das Getriebe einstellen können, das geht ja so nicht. Ja, dann kriegt der hinten nur 45er. So, Junge, scheiß drauf. Und ich mache jetzt nochmal irgendeine Folie drauf, weil ich will den jetzt nicht so fahren. Okay, Leute, fragt mich nicht, was ich mich dabei gedacht habe. So, keine Ahnung, Digga. Ich hatte Bock auf diese Farbkombination, ja, also scheiß drauf. So sieht er jetzt aus hier. Sagen wir, er war stets bemüht, ne? So, so ein Ding ist das. Eigentlich finde ich ganz geil. Also, ich hatte eh Lust auf die Farbkombination. Also, ich finde es ganz cool. Aber, ich glaube, ja, ist es schon. Ich finde es irgendwie ganz geil. Aber Standard ist halt einfach nice, ne? Diese Standardfarbe ist schon geil. Und was ich hier cool finde, auf dem Spoiler, Alter. Das kannst du einfach auch lackieren. Voll nice. So, so sieht er jetzt aus hier. Ich hatte einfach Bock auf Lila und weiß. Keine Ahnung. Falls ihr irgendjemand haben möchte, hier habt ihr den Freigabecode.
könnt ihr euch natürlich auch gerne runterladen. Erstmal kurz hier beiseite. So. Oh, der Spoiler stellt sich auf. Habt ihr das gesehen? Ah, geil. Also funktioniert das doch. Das heißt, ja, das werden wir aber vorne leider nicht sehen können, ne? Die Flaps sich da auferstellen. Vielleicht gehen die auch hier nach Kurve, wie beim Huayra. Ich habe keine Ahnung. Wir können es auch nicht sehen. Keine Ahnung. Das ist einfach voll der Rennwagen-Sound, ne? Ich glaube, man hört schon, dass das V8 ist, aber das ist voll der Rennwagen-Sound. Achso, ja, guck mal, hier unten, seht ihr das jetzt hier unten im Auto? Hat der noch so... Ich nenne es auch jetzt einfach Flaps, keine Ahnung. Hier habe ich auch noch so weiß gemacht, ne? Noch so ein bisschen Akzent hier reingebracht. Jetzt... Okay. Wo fahre ich denn jetzt hier hin, ey? Also das geht schon. Man merkt schon, dass er richtig Bock hat, der Wagen, ne? Ich gebe wirklich kaum Gas gerade. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Na, man kann das Fenster unten nicht sehen, Alter. Schmutz. Jetzt ist das Fenster natürlich auch noch getönt, ne? Aber man würde jetzt eigentlich meine Beine da sehen können, ey. Der hat Bock. Junge, ich habe wirklich fast kein Gas gegeben, ne? Ich tippe das Ding jetzt nur so wenig an, wie es geht. Ich muss erst mal entspannt hier ein bisschen fahren. Traut ihm irgendwie nicht zu, dass er so gut in die Kurven fährt, ey. Deswegen ist er so früh gelenkt. Oh ja, doch. Oh. Oh, ey, der ist viel zu gut. Und du kannst ja voll auf dem Gas stehen in der Kurve. Was ist das denn? Aber hier? Ah, ja. Da kommt dann die Nicht-Traktionskontrolle. Wir brauchen auch keinen Launchy machen jetzt so. Dann müssen wir erstmal die Traktion einschalten. Aber ohne Witz, ich glaube, du kannst den wirklich hackern. Es gibt fahren den Wagen. Oh, guck mal, oh lol! Ach, der geht ja wirklich. Ach so. Aha, okay, warte mal. Das wird ja... Macht der das nur ab 100 oder was? Ja, ab 100. Also wenn du schneller als 100 km/h fährst und dann bremst, geht der Spoiler hoch. Und zwar sofort. Aber wirklich, ich drücke hier drauf, das Ding macht instant diese Bewegung, Alter. Jetzt pass auf. Wie geil ist denn das, ey? Dreht auch bis 8,5. Ganz voll rein in die Kurve. Voll egal. Okay, mach ich jetzt mal. Mit 300? Und wir landen noch im Acker, Alter, weil die Kurvenlage so krank ist. Aber du musst die Traktion einschalten, würde ich schon sagen, ne? Oder du musst halt echt sehr aufpassen. Warte mal, machen wir mal Traktionskontrolle an. Und dann machen wir mal einen Launch hier. Gut, ey. Aber wie schön er jetzt auch aussieht, ne? Guck mal. Also das sah jetzt drinnen irgendwie nicht so geil aus. Finde ich jetzt gerade voll nice. Jetzt habe ich besser geschaltet. Also die Launch-Control ist ja mal mega nice bei dem Ding, ne? Guck mal, guck mal! Wie hat die Kurve doch gekriegt, Alter? Ich dachte, ich fliege raus. Ja, jetzt fliegen wir, oder? Jawohl! Ey, ich hab mich schon hinter Berg gesehen. Ja, krank, Alter. Ey, wir müssen auf die Rennstrecke.
Wie der da jetzt aussieht, Alter. Mashallah. So. So, ich versuche mich jetzt echt mal ein bisschen zu konzentrieren. Ich habe echt Bock, das Ding ein bisschen auszuquetschen. Ey, das sieht doch so krank aus von hinten, ne? Junge. Alter, was macht er denn? Digga, ich habe mich voll erschrocken. Ich dachte, die Karre fliegt ja da vorne rüber. Habt ihr das gesehen? Dieser Jeep. Junge, er geht in den Anker. Ich dachte, da macht er einen Kusselköpfe, ey. Fuck, Mann. So, schnell vorbei mal hier. Die Bremsen packen auch gut, ne? Ich würde so gerne sehen, was die Flaps da vorne machen. Das kannst du echt nicht. Das kannst du nur machen, wenn ein Kollege den Wagen fährt. Und du irgendwie mit der Drohne davor, keine Ahnung. Boah. Naja, enge Kurven, ne? Aber der hält sich stabil, ne? Für, ey, muss man überlegen, Heckantrieb, ne? Und wir haben nicht die dicksten Reifen da drauf. Heckantrieb, Alter. Also das ist bis jetzt das beste Heckantrieb-Auto, was ich hier gefahren bin. Es gab nichts Besseres bis jetzt. Kann ich jetzt schon sagen. Guck mal. Er rutscht aber auch gar nicht weg, ne? Klar, wenn du Traktionskontrolle aus hast, schon, aber jetzt nicht. Du kannst in die Kurve bremsen, ist egal. Er rutscht trotzdem nicht weg. Du kannst in die Kurve reinbremsen, komplett. Genau mein Fahrstil, Alter, das ist mein Auto. Das ist mein Auto, Junge. Oh, ich habe ihn in den Griff gekriegt, nice. Da muss aber schon dich anstrengen, dass er hier driftet. Junge, was laut. Also ich werde mir definitiv noch einen davon kaufen. Und dann mache ich da mal Allrad rein. Aber guck mal, hast du gesehen, wie schön der die Kurve auffährt? Kannst, was willst du daraus? Also, was soll der Allrad noch bringen, ey? Guck dir das an. War noch nie so gut hier, ey. Viel zu eng sogar noch. Hier kannst du so durchfahren. Okay, nicht ganz, aber ja, fast. Ich will den erstmal ein bisschen ausquetschen, ja? Gucken, was so geht. Aber echt, ne? Das ist ja. Junge, ich bin voll überrascht gerade, Alter, ehrlich. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe voll vergessen, das Getriebe einzustellen, ne? Das fällt mir jetzt erst ein. Ich glaube, wir haben nur die 7 Gänge. Ich glaube, wir waren gerade schon fast am Ende. Nein, das ist ja Müll, ey. Ich hab's, glaube ich, echt vergessen. Scheiße. Auf der Geraden haben wir verkackt. Oh, guck mal. Ah, scheiße. Was für eine Kurvenlage der Dinger. Komplett Banane, ey. Ey, Real Talk. Also für mich ist das definitiv das beste S2-Auto. 100 hoch. Guck mal, wie der hier reingeht. Es ist ihm alles egal. Ja, moin. Du kannst auch, wenn du mal falsch, wenn du nicht richtig gebremst hast, du kannst in der Kurve bremsen, das ist so egal. Der macht alles mit. Oh ja, Vollgas, scheiße, brauchst gar nicht vom Gas, Arschlick. So, Begrenzer. Ah, scheiße, Leute, scheiße. Wisst ihr was, wir machen ab hier einen Cut. Ich stelle das eben ein und wir sehen uns gleich hier wieder. So, Leute, wieder zurück. Getriebe ist eingestellt. Ich habe, okay, ich dachte, wir fliegen jetzt wieder für gegen die Wand. Nice. Okay, jetzt können wir noch mal gucken, was er jetzt auch schafft hier. Also Leistung ist ja komplett drin. Das Einzige, was wir nicht haben. Ja, Reifen, Allrad, aber das tut ja jetzt nichts zu VMAX dabei. Mal gucken, also wir schalten jetzt erst in den 7. Gang und hängen schon die ganze Zeit im 7. Schon mal gut. Okay, da geht locker, Alter. Also ehrlich, ne, für S2 ist das ein absolut Bombenauto.
Man könnte noch überlegen, ob man ein Winter- und Allrad reinmacht und dafür die Reifengröße wieder ein bisschen kleiner. Junge, dann geht das bestimmt noch mehr ab, Alter. Aber ich finde, also wenn ich damit schon klarkomme, dann kann man den auch easy auf Heckantrieb fahren, ne? Guck mal hier, 420. Perfekt. Das ist nice, Mann. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, was wir sonst in S2 hier hatten, aber in der S2-Klasse ist das, glaube ich, die schnellste Zeit, die wir hier gefahren sind, ne? 5 Minuten 7 irgendwas. Junge. 5 Minuten 7,3. Krank, Digga, krank. Also ja, meine Erwartungen wurden, glaube ich, noch übertroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut fährt, vor allem mit Heckantrieb. Ich hätte eher gedacht, man müsste Allrad einbauen. Ich bin so müde. So, ja Leute, gönnt euch den Wagen, der ist halt einfach immer noch geil, Alter, richtig geil. Also, weiß auch nicht, ich werde mir definitiv noch einen kaufen. Den mache ich auch S2, aber mit Allrad. Und ich kaufe mir noch einen für X, einfach nur so. Einfach mal ein bisschen rumfahren, ein bisschen testen. Mal gucken. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.
Geil, Digga.